super sorry. Get me gin and tonic. You could have it all, but how much do you want? Jetzt haben wir ein Bild, das ich eigentlich so gut wie keinem Menschen bisher gezeigt habe. Das ist eines meiner schlechtesten Fotos, die ich gemacht habe. Man sieht, das besteht so fast 50% aus dem weißen Anzug von Ray Manzarek. Das füllt das ganze Bild, der füllt das ganze Bild aus. So, und tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, im Hintergrund ist Jim Morrison zu sehen. Das einzige Bild, auf dem Jim, das einzige Bild von mir, auf dem Jim Morrison zu sehen ist, überhaupt das einzige Bild von den alten Doors. So, man sieht, Jim Morrison war zu der Zeit schon nicht mehr ganz der alte Jim Morrison, sehr aufgequollen im Gesicht und ja gut, voll war das nichts Besonderes, aber für Jim Morrison war es damals schon etwas ungewöhnlich. Es passt überhaupt nicht zu dem Jim Morrison, den man ein paar Jahre vorher noch kannte und der zum Sexsymbol geworden ist. So, warum gibt es nur ein einziges Foto von den Doors? Das hat den Grund, dass das Foto ist am 29. August 1970 gemacht worden, während des Isle of Wight Festivals in England. Vorher spielten Emerson, Lake und Palmer, die gaben damals ihr allererstes größeres Konzert, und danach die Who. So, und ich war ganz großer Who-Fan und ich war auch Nice-Fan, natürlich dann auch Emerson, Lake und Palmer-Fan. Ich habe mich ungefähr 3 bis 4 Stunden auf diese beiden Bands fokussiert. War sehr groggy, mir dröhnte der Schädel und mir pfiff es aus allen Löchern. Und ich war wirklich fertig, ich wollte eigentlich zu meinem Platz zurückgehen, bin aber, warum auch immer, weiß ich nicht, vor der Bühne hocken geblieben, habe mich an den Rand der Bühne gesetzt, habe fast das ganze Konzert am Bühnenrand verbracht. So, und dann habe ich gedacht, da oben spielen die Doors, da oben spielt Jim Morrison. Da habe ich mich mal aufgerappelt und habe ein einziges Foto gemacht. Und das ist dabei rausgekommen, wirklich ein grauenhaftes Foto. Aber es hat der Reiz besteht darin, dass das große Sexsymbol Jim Morrison abgebildet war. Erst im Nachhinein wurde mir wirklich bewusst, welches natürlich stilisierte die ganze Welt Jim Morrison zum Superstar hoch. Für mich war er damals ehrlich gesagt kein Superstar. Für mich persönlich war er kein Superstar. Ich hatte andere Vorlieben, aber trotzdem tut es mir heute wahnsinnig leid, dass nur dieses eine Foto dabei rumgekommen ist. Wie gesagt, obwohl ich damals kein Doors-Fan war, ich habe die Musik der Doors erst danach schätzen gelernt und in meinen letzten 10, 20 Jahren richtig schätzen gelernt. Und mir hat es dann lange Zeit sehr leid getan, dass ich nur dieses eine Foto geschossen habe. Im 2004 habe ich mir es nicht nehmen lassen, wollte ich diese neuere Formation der Doors, Doors of the 21st Century, wollte ich unbedingt sehen, habe ich dann in Bonn gesehen. Und das war ein ganz großartiges Konzert. Ja, aus fotografischem Aspekt ist es natürlich wirklich ein absolutes Outtake. Man kann Jim Morrison ja kaum erkennen. Das Mikrofon ist ihm ja voll im Gesicht. Ja, dazu ist noch zu sagen, dazu müsste ich nur sagen, das ist jetzt nicht so rein zufällig. Jim Morrison hat sich mehr oder weniger versteckt. Er hat sich überwiegend fast das ganze Konzert lang hinter Krieger und Manzarek versteckt. Weil er gesundheitlich schon... Weil er sehr angeschlagen war. Das, wenn mich alles täuscht, war das schon die Zeit, in der er in Paris lebte. Und man weiß, was da so alles gelaufen ist. Und dann ist er kurzzeitig gestorben? Alkohol. Ja, ein Jahr später, also knapp ein Jahr später, am 3. Juli 1971, ist er gestorben in Paris. You could have it all, but how much do you want?